Hallo Leute, heute schauen wir uns das Elipal Titan Mini Hardware Wallet an. Ja, in der Vergangenheit hatte ich ja schon das ein oder andere Hardware-Wallet von Elipal hier auf diesem Kanal vorgestellt und gezeigt. Auch heute gibt es mal wieder ein Hardware-Wallet von Elipal, was mir freundlicherweise vom Hersteller direkt zur Verfügung gestellt worden ist, damit ich dieses Video hier heute machen kann. Selbstverständlich habe ich kein Geld für das Video bekommen und auch kein Teil dieses Videos ist in irgendeiner Form gekauft. Ihr kennt das ja von mir. Meine Meinung lässt sich nicht kaufen. Ich habe jetzt nur dieses Modell bekommen, damit ich das Video überhaupt anfertigen kann. Generell zum Thema Hardware-Wallets wird jetzt auch wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch das ein oder andere weitere Hardware-Wallet auf dem Kanal gezeigt. Da ich jetzt aktuell ziemlich viele Hersteller anschreibe, um euch mal so einen Einblick zu geben, was es eigentlich auf dem Markt gibt und was davon überhaupt empfehlenswert ist, was für Unterschiede es da gibt, damit ihr euch euer passendes Hardware-Wallet entsprechend aussuchen könnt. Ja, jetzt sind wir hier auf der Seite von Elipal und ihr könnt im Prinzip auch gleich sehen, wie viel das Elipal Titan Mini aktuell kostet. Es liegt aktuell bei $79, also vielleicht so ungefähr 75 Euro. Eigentlich kostet es an die $100, aktuell ist es noch reduziert. Ja, was macht dieses Elipal Hardware Wallet generell so besonders? Naja, die setzen auf ein ziemlich interessantes Konzept. Dieses Gerät wird niemals direkt mit dem PC verbunden, sondern ihr habt hinten so eine Kamera, das sieht dann ungefähr so aus, womit ihr dann im Prinzip QR-Codes scannt, um diese Nachrichten bzw. Transaktionen signieren zu können und so eure Kryptowährung versenden zu können. Also ihr schließt es nicht an, bestätigt das dann auf dem Gerät, sondern ihr sagt auf dem Gerät bzw. erstmal in der App, ihr wollt das versenden, dann scannt ihr eben einmal mit eurem Hardware-Wallet diesen QR-Code ab. Der wird dann auf dem Gerät lokal, ohne dass das mit irgendwas verbunden ist, signiert. Und dieser signierte QR-Code wird dann im Prinzip wieder von eurem Handy abgescannt. Klingt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert. Wir gucken uns das aber nochmal in dem Video an, damit ihr wirklich verstehen könnt, wie das Ganze dann in der Praxis funktioniert. Ja, und ansonsten ist es im Prinzip ein ganz normales Hardware-Wallet. Ihr habt hier verschiedenste Blockchains zur Verfügung, wo ihr eben die Kryptowährungen bzw. die privaten Schlüssel von euren favorisierten Kryptowährungen auf dem Wallet verwahren könnt. Das ganze Gerät ist selbstverständlich dann auch akkubetrieben, hat auch hier so ein Display. Und was für sowas noch relevant ist, es ist auch wie bei dem anderen Gerät so, wenn man es auseinander nimmt, dann geht das Gerät kaputt bzw. Löscht sich dann auf die Werkseinstellungen wieder zurück. Und was den Support an Kryptowährungen angeht, steht hier was von 10.000 Coins und Tokens. Das muss ich aber dann gleich nochmal einschränken, weil was diese Hardwarehersteller natürlich sehr, sehr gerne machen, ist, die Tokens alle dazu zu rechnen, also die Tokens auf der Ethereum, auf der Binance Smart Chain, die einfach alle mit reinzurechnen und dann das Ganze größer aussehen zu lassen, als es eigentlich ist. Deswegen stehen auch hier wieder 10.000 Coins und Tokens, aber wir sehen es gleich mal, wie viele native Blockchains eigentlich unterstützt werden. Ja, ansonsten sehen wir jetzt hier erstmal nichts weiteres Interessantes. Ein Sicherheitschip gibt es, soweit ich das erkennen konnte, bei diesem Gerät nicht. Der soll aber auch nicht notwendig sein, weil man das Gerät ja nie direkt an den PC anschließt und so das Ganze signiert, sondern wie gesagt nur über die QR-Codes und damit ist das Gerät eigentlich immer offline. So, kommen wir zu den unterstützten Kryptowährungen bzw. unterschiedlichen Blockchains und dann sehen wir es jetzt hier auf dieser Seite ganz klar, es werden 52 unterschiedliche Blockchains supported. Das ist schon mal deutlich, deutlich mehr als bei dem Hardware-Wallet, was wir letzte Woche hatten. Da hatten wir ja das SecuX Hardware-Wallet. Hier sind wir ja weit darüber, will ich schon sagen. Allerdings haben wir natürlich auch hier nicht diesen mega krassen Support.
an unterschiedlichen Blockchains, wie wir das von Ledger gewohnt sind, aber 52 ist schon mal ganz in Ordnung. Wenn wir jetzt mal hier so grob durch die Liste scrollen, dann schaut am besten mal selber, ob eure favorisierte Kryptowährung jetzt hier an der Stelle dabei ist. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, hier auf Blockchains zu gehen und hier am besten zu schauen, ob eure favorisierte Blockchain an der Stelle dabei ist. Was diese farblichen Punkte zeigen, ist auch gut zu wissen und auch interessant, weil wenn wir uns zum Beispiel das Thema Staking anschauen, müssen wir ja auch wissen, welche Blockchains können wir denn zum Staken verwenden. Also ihr könnt zum Beispiel eure Cardanos staken. Ja, auch wenn ihr die auf diesem Hardware-Wallet habt, ihr könnt eure Polkadot staken, auch wenn ihr die auf dem Hardware-Wallet habt. Eure Cosmos bzw. Atoms könnt ihr hier staken, aber sowas wie Tron, ja, das geht auch hier tatsächlich nicht mit dem Staking. Ein paar andere sind auch noch dabei. Guckt euch das am besten selber mal an, ob eure favorisierten Kryptowährungen dabei sind, auch eben was das Staking angeht. So, jetzt sind wir hier in der Alipal App auf dem Smartphone. Es gibt auch tatsächlich nur eine Smartphone-App dafür. Die gibt es zwar sowohl für Android als auch iOS, aber eine Version für Windows gibt es nicht. Das heißt, ihr müsst euch einmal darauf einstellen, dass ihr das Ganze nur am Smartphone entsprechend verwalten könnt. So, jetzt wollen wir mal eine Transaktion machen. Ich habe jetzt hier entsprechend schon mein Hardware-Wallet mit der App verbunden. Dazu mussten so QR-Codes abgescannt werden, damit diese Accounts alle einzeln hinzugefügt werden. Wenn ihr da viele Kryptowährungen habt, müsst ihr entsprechend viele QR-Codes scannen. Das nervt ein bisschen, muss ich sagen. Also bei, ich glaube, 34 Kryptowährungen waren das hier auch dann 34 QR-Codes. Das hat relativ lange gedauert und hat nicht so super gut funktioniert. Am Ende hat es aber dann doch geklappt. Dementsprechend, ja, ist es anfangs nur nervig, wenn man das dann einmal einrichtet. So, wir wollen jetzt hier entsprechend unsere Litecoins verschicken. Ich habe die entsprechend schon mal vorher drauf gemacht, damit wir auch was zum Verschicken haben. Wenn wir jetzt hier auch auf Empfangen klicken, dann können wir uns auch unsere Litecoin-Adresse anzeigen und die entspricht unserem Account, was wir auch auf dem Hardware-Wallet haben. Also wir haben das dann nicht in der App sozusagen, diese Kryptowährung, sondern die sind im Prinzip sicher verwahrt. Also die privaten Schlüssel zu dieser Adresse sind sicher verwahrt auf der Hardware-Wallet, da brauchen wir uns also keine Sorgen machen, dass das Ganze hier auch so auf dem Smartphone einfach angezeigt wird. Weil, wenn ich jetzt hier einmal auf Senden gehe, will er natürlich den Betrag wissen, mache ich mal Maximum, dann will er eine Empfängeradresse haben, da habe ich schon was vorbereitet. Jetzt passe ich noch die Mining-Fees an, von mir aus kann das auch ein bisschen länger dauern, das ist mir eigentlich egal. So, und jetzt klicke ich hier auf Übermitteln, dann steht hier nochmal, von welcher Adresse ich das auf welche Adresse schicke, wie groß der Betrag ist, wie hoch die Gebühren sind. Und jetzt steht hier, bitte die Cold Wallet verwenden, um den unsignierten Datencode zu scannen. So, jetzt gehe ich entsprechend in der Cold Wallet, die haben wir hier, gehe ich in die Litecoin-App, klicke dann jetzt hier auf Signieren, muss dann mein Passwort eingeben, habe dann jetzt einmal hier den QR-Code mit dem Hardware-Wallet und der entsprechenden Kamera am Hardware-Wallet abgescannt, sehe dann jetzt nochmal die Zahlungsadresse, von welcher Adresse das versendet wird, auf welche Adresse und den entsprechenden Betrag. Dann erhalte ich einen signierten Daten-QR-Code. Den muss ich jetzt wieder mit dem Smartphone scannen. Jetzt drücke ich einmal auf den Button, kriege dann jetzt hier den Code. Den habe ich jetzt schon einmal abgescannt. Das ging wirklich super, super schnell. Und jetzt steht hier Transaktion gesendet. Dann ist das Ganze auch schon durch und wird jetzt einmal übermittelt. So, was mir dazu noch aufgefallen ist, dass ich wirklich für jede Transaktion bzw. für jedes Signieren muss ich jedes Mal mein Passwort eingeben auf dem Hardware-Wallet. Das nervt extrem, anstatt dass ich hier sagen kann, für diese eine Sitzung will ich es nicht nochmal eingeben, meinetwegen auch zeitbeschränkt für die nächsten 10 Minuten oder irgendwas, will ich es nicht mehr eingeben. Nein, das funktioniert alles nicht. Also ich muss tatsächlich jedes Mal das Passwort eingeben, wenn ich Coins versenden möchte. Und das nervt einfach. Ja, das ist ein bisschen too much. Für mein Empfinden ist es deswegen eher so, dass dieses Wallet
nur für Hodler geeignet ist, die eben nicht besonders oft solche Transaktionen machen müssen. So, schauen wir uns mal das Elipal Titan Mini an. So schaut das Ganze dann aus, wenn es eingeschaltet ist. Und hier haben wir entsprechend die ganzen Kryptowährungs-Apps. Ja, ich muss sagen, von der Qualität bzw. der Verarbeitung her ist das Gerät wirklich sehr, sehr gut. Gerade wenn wir das mit dem Hardware-Wallet von letzter Woche vergleichen oder auch mit den Vorgängermodellen. Also da hat sich wirklich eine ganze Menge getan. Das ist hier, ja, ich würde sagen, so ein Aluminiumgehäuse wirkt sehr, sehr wertig, hochwertig. Und auch hier diese Steckerverbindungen zum Beispiel sind ja auch einfach wesentlich besser geworden. Wenn wir uns das Ganze mal bei dem ersten Gerät anschauen, das wirkte noch relativ billig, wenn man so will. Ja, da war die Rückseite noch hier aus Plastik. Das Ganze war nicht besonders hochwertig, hat aber auch super funktioniert. Da kann man gar nichts sagen, aber ja, wirkte einfach nicht ganz so durchdacht und hochwertig. Und wenn wir uns dann mal das normale Elipal Wallet anschauen, was auch jetzt noch verkauft wird, so sah das in der ersten Version aus und ich muss sagen, in der neuen Version gefällt mir das auch deutlich besser, weil auch hier war es so, dass die Verarbeitung zwar äußerlich top war, aber über die Zeit hat sich gezeigt, hier ist jetzt zum Beispiel schon der Magnet einmal raus, der hier eigentlich reingehört. Diese Steckerverbindung war anfangs super wackelig. Ich habe es bis heute nicht geschafft, darüber ein Firmware-Update zu machen. Also das Teil hier war die große Schwachstelle und wirkte auch sehr, sehr billig. Mittlerweile gibt es halt so eine Station für. Und auch dort haben sie ordentlich nachgebessert. Hier hat auch noch die Kamera rausgeguckt, was jetzt hier auch nicht mehr der Fall ist. Also das Gerät liegt so jetzt einfach flach auf. Ist jetzt auch nicht so groß, weil viele hatten gesagt, das Wallet von letzter Woche wäre zu groß. Das passt noch ganz gut in so eine Hand. Dementsprechend ist das schon, ja, ganz ordentlich. Ja, gucken wir uns dazu ein bisschen den Lieferumfang an. Einerseits haben wir hier diesen einen Adapter, den man braucht, wenn man das Gerät aufladen möchte, weil wir haben sonst hier keinerlei Anschlüsse an dem Gerät selbst. Wir haben lediglich hier diese Kontakte mit den zwei Magneten drin, so dass das Ganze, wenn es denn hier drauf steckt, dann auch fest ist. Also die Magnete sind auch relativ stark. Da muss man schon ein bisschen Gewalt anwenden, um die wieder rauszukriegen. Aber das ist gut, weil ich fand das vorher einfach zu wackelig. Und gerade wenn man dann hier mal was auflädt oder so, dann soll das hier nicht die ganze Zeit abgehen. Ansonsten haben wir ja hier oben nur den Powerknopf und mit dem angesteckten Adapter haben wir dann hier den USB-C-Anschluss, da oben noch ein Micro-SD-Kartenleser. Den brauchen wir aber lediglich für Firmware-Updates. Das habe ich auch schon ausprobiert. Hat hier mit dem Adapter in der neuen Version auch wunderbar funktioniert, was ich mit dem alten nie hinbekommen habe. Also da muss ich sagen, wirklich Kompliment. Das waren alles sinnvolle Verbesserungen zu dem anderen Gerät. Ansonsten gucken wir hier mal weiter in Lieferumfang. Wir haben jetzt hier noch die 12 Wörter Seed Phrase zweimal. Schade, dass es hier keine 24 Wörter Seed Phrase gibt, weil die ist ja dann doch nochmal eine Ecke sicherer. Ich will nicht sagen, dass 12 Wörter unsicher sind, aber wenn man sich sowas anschafft, dann will man wahrscheinlich auf doppelt sicher gehen und dann holt man sich eher die 24 Wörter. Dann haben wir hier noch ein Handbuch dazu. Wenn ich es richtig gesehen habe, genau, gibt es diese Anleitung sogar auf Deutsch. Also Kurzanleitung steht ja auch hier oben auf Deutsch. Also die haben die Deutschen, sage ich mal, nicht außen vor gelassen. Ähnlich auch hier bei dem Menü bzw. der Firmware an sich. Das ist auch alles auf Deutsch verfügbar und übersetzt. Hier haben wir zum Beispiel den Punkt Signieren, darunter Empfangen, darunter Verbinden mit der App. Ja, also auch für Leute geeignet, die jetzt vielleicht nicht so gut Englisch können, die können sich hier alles auf Deutsch stellen. Aber weiter zum Lieferumfang, was haben wir noch dabei? Wir haben ein USB-C-Kabel, um das Hardware-Wallet aufzuladen. Und wir haben hier eine Micro-SD-Karte mit 16 GB, die eben dafür da ist,
um ab und zu mal die Firmware zu updaten. Meistens gibt es dann auch gleich ein paar neue Wallets dazu, wenn man mal die Firmware updatet, weil über die Updates kommen dann häufig eben neue Funktionen bzw. neue Wallets hinzu. Also hier kann ich gar nicht so groß meckern. Ich muss auch sagen, die LED, die hier drin ist, in diesem Adapter, die hat mich auch überrascht. Das war auch cool. Da hat man sehen können, wenn Zugriff auf die Micro-SD-Karte war, dann hat das so ein bisschen geblinkt. Und ansonsten, wenn es lädt, bemerkt man das auch. Das hat mir auch vorher alles gefehlt bei der alten Version. So, und das hier gibt es nicht standardmäßig im Lieferumfang. Das ist eine Seatrace Steel, nennen die das. Also im Prinzip ist es dafür da, um diese Papp-Seatrace hier zu ersetzen, weil das Ganze, alles, was man eben auf Papier schreibt, ist nicht besonders haltbar. Zumindest, falls es mal ja nass wird oder brennt oder was auch immer, ist Papier nicht so super gut geeignet. Und da kann man sich von Elipal hier sowas noch dazu bestellen. Das hatten die mir auch noch mit beigeschickt. Ich hatte das allerdings schon und konnte das auch schon testen. Ich muss sagen, ich bin großer Fan von sowas. Ob das jetzt von Elipal ist oder von irgendeinem anderen Hersteller, vollkommen egal. Aber ich finde, sowas hier sollte man auch haben. Ja, also wenn man die 100 Euro für ein Hardware-Wallet hat, hat man auch nochmal um die 50 Euro für so ein Teil hier aus, ich weiß nicht, ob das jetzt hier aus massivem Stahl ist, was auch immer. Es soll sogar feuerfest sein. Zumindest steht das offiziell auf der Webseite. Also, wenn eure Wohnung abfackeln sollte, eure Seatrace wird das Ganze überleben. Ich muss sagen, mich hat erstaunt, dass das Ding wirklich so schwer ist. Das sieht so leicht aus, aber das ist wirklich richtig schwer. Das könnt ihr jetzt nicht so direkt nachvollziehen, wenn ihr es nicht habt. Aber man denkt, es ist leichter. Und falls ihr das noch gar nicht gesehen habt, zeige ich euch das auch noch mal kurz. Wir haben hier so Buchstaben, die wir hier raus machen können. Die klemmen wir dann entsprechend hier ein. Dazu entfernen wir die Schrauben, packen hier jeweils, ich meine, das sind 4 Buchstaben pro Reihe, packen wir rein und dann haben wir unsere Seatrace gesichert. Ja, für die Leute, die sagen, es gibt ja auch Wörter mit mehr als 4 Buchstaben. Ja, natürlich, aber man kann den Rest des Wortes dann praktisch erraten, ja, weil es so ist, dass jedes Wort von diesem Standard im Prinzip sich mit 4 Buchstaben vollständig erraten lässt. Dementsprechend brauchen wir nur 4 Buchstaben, um den Rest zu haben, ja. Nur für Leute, die das noch nicht gesehen oder gehört haben, man braucht nur diese 4 Buchstaben, um das Ganze sicher unterzubringen. Das macht das Ganze am Ende kompakter und wir brauchen hier nicht irgendwie 10 Zeichen Platz oder so pro Wort. Ja, brauchen hier wirklich nur sehr, sehr wenig Platz. Ja, was ist jetzt mein Fazit zu dem Elipal Hardware Wallet? Ich muss sagen, es ist schon ein ganz ordentliches Wallet und auch der Preis ist jetzt nicht so krass, wie wir das von anderen Hardware-Wallet-Herstellern mehr oder weniger gewohnt sind. Also das geht echt klar und auch die Unterstützung der Blockchains finde ich für einen, ja, für die Konkurrenz eigentlich schon ziemlich gut. Was mich natürlich nervt, ihr habt es ja schon gemerkt, dauernd dieses Hin- und Her-Gescanne, das ist nicht besonders benutzerfreundlich. Aber wenn ihr jetzt natürlich sagt, ihr seid Dauer-Hodler und wollt, wenn überhaupt, eh nur was draufpacken auf das Hardware-Wallet, dann ist das okay, ja. Aber wenn ihr öfter Transaktionen macht, ist das Wallet wahrscheinlich eher nichts für euch, weil es einfach mega nervt. Es ist nicht mal nur das Upscannen, es ist auch immer dieses Passwort eingeben. Das ist einfach zu viel Arbeit für eine Transaktion. Also wenn ihr praktisch das Hardware-Wallet mehr oder weniger wie eine Hot-Wallet verwenden wollt, weil ihr sehr viele Transaktionen macht, dann nutzt das nicht. Für mich persönlich ist das Ganze eher als eine Art Ergänzung zu sehen zu meinem anderen Hardware-Wallet, weil mir auch schon aufgefallen ist, dass sie sogar ein paar Blockchains unterstützen, die Ledger nicht hat. Und damit ist es ja eventuell wieder interessant, ja. Natürlich wird es vielen Leuten so gehen, dass sie sich nicht extra wegen einer Blockchain oder vielleicht sogar 2 Blockchains ein extra Hardware-Wallet anschaffen. Dementsprechend
Entscheidet ihr einfach, seid ihr Dauerhodler oder wollt ihr auch öfter mal Transaktionen machen? Dauerhodler eventuell ja, vor allem wenn ihr sagt, ihr wollt von Ledger weg. Falls ihr öfter mal Transaktionen macht, dann würde ich eher Nein dazu sagen. Ja, ansonsten war es soweit mit dem Video für diesen Samstag. Hat mich gefreut, dass ihr wieder mal zugesehen habt. Jetzt lasst mir doch gerne noch eure Meinung zu dem Thema und in den Kommentaren da. Was haltet ihr vom Elipal Wallet? Hattet ihr schon mal so eins in der Hand? Ich muss wirklich sagen, die haben sich schon ganz gut gemacht. Also gerade wenn man das über die Generationen sieht, ist die Qualität, die Verarbeitung immer besser geworden. Das Grundkonzept ist natürlich gleich geblieben, aber auch die Anzahl von unterstützten Blockchains ist besser geworden. Vielleicht würde auch mein Urteil in ein paar Jahren nochmal pro Elipal ausfallen. Vielleicht tun sie ja auch noch mal an dem einen oder anderen etwas, zum Beispiel, dass man nicht jedes Mal sein Passwort eingeben muss. Aber soweit ist erstmal meine Meinung. Ja, aber jetzt seid natürlich ihr gefragt, was ihr persönlich davon haltet. Ansonsten freue ich mich wie immer auch über einen Daumen nach oben fürs Video, über euer Abo. Wenn ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, drückt daneben auch gerne auf die Glocke, dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Und ansonsten denkt auch wie immer an die Jumpcoin-Aktion. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder. Macht's gut, Leute, bis dahin und ciao!